Der Start der Reformation durch die 95 Thesen. Wir schauen uns an, wie es nach dem Ablassverkauf eskaliert. Es geht um den berühmten Thesenanschlag. Außerdem erfahrt ihr, ob Luther überhaupt wollte, dass sich daraus eine Kirchenspaltung entwickelt. Wir haben die Ausgangslage vom letzten Video. Luther wird durch den Ablasshandel extrem abgefuckt. Vor allem jetzt, als Johann Tetzel vor Ort in der Nähe von Wittenberg Ablassbriefe verkauft. Jetzt ist die Zeit für Beef gekommen. Der Ablasshandel ist der konkrete Anlass für Martin Luther, öffentlich Dampf zu machen. Er verfasst im Oktober 1517 95 Thesen. In diesen 95 Thesen haut Luther ordentlich Kritik raus. Vor allem gegen den geschäftlichen Handel mit Ablassbriefen. Martin Luther verbreitet seine 95 Thesen bei seinen Homies und Anhängern. Außerdem kommt es zu dem berühmten Thesenanschlag. Angeblich hat Martin Luther die 95 Thesen am 31. Oktober 1517 am Haupteingang der Schlosskirche in Wittenberg festgenagelt. Man weiß jedoch nicht, ob das 1:1 wahr ist. Vielleicht hat er sie auch nur ausgehängt. Aber ob da jetzt genagelt wurde oder nicht, ist ja auch nicht so wichtig. Jedenfalls müsst ihr euch den Thesenanschlag am 31.10.1517 ganz fett merken. Das ist nämlich der Start der Reformation. Die 95 Thesen von Luther bekommen nämlich so viel Beachtung in der Öffentlichkeit, dass dadurch alles ins Rollen kommt. Deswegen wird auch der Reformationstag am 31.10. gefeiert. Martin Luther hat beim Thesenanschlag überhaupt nicht die Absicht, eine neue Kirche zu gründen bzw. die Kirche zu spalten. Er will nur, dass über seine theologischen Ansichten diskutiert wird und die Sachen geändert werden, die so richtig falsch laufen. Seine Thesen gehen aber richtig viral. Jo, wie kann denn 1517 was viral gehen? Circa 1450 hat Johann Gutenberg den Buchdruck erfunden. Durch diese nice Technik können sich die Thesen von Luther ultraschnell in ganz Deutschland verbreiten. Also verglichen mit vor dem Buchdruck. Viele Historiker denken, dass die Reformation ohne den Buchdruck gar nicht möglich gewesen wäre. Gute Idee an der Stelle, klaut das einfach und sagt im Unterricht, meiner Meinung nach wäre die Reformation ohne den Buchdruck nicht möglich gewesen. Jetzt sind also die 95 Thesen in Umlauf. Da steht ja aber noch nicht alles drin. Wie entwickelt sich jetzt die Lehre von Luther? Naja, das hängt mit den Gegnern von Luther zusammen. Luthers Thesen sind ziemlich fame und die Kirche wirft ihm Ketzerei vor. Deshalb muss Martin Luther Stellung zu den Sachen nehmen, die ihm vorgeworfen werden. Also er muss sich verteidigen, auch mit theologischen Argumenten. Und diese verteidigenden Argumente von Luther bauen aufeinander auf. Und so entwickelt sich Zug um Zug seine neue Lehre. So sieht also der Start der Reformation aus. Was müsst ihr aus dem Video mitnehmen? 31.10.1517, Thesenanschlag. Luther will keine Kirchenspaltung anzetteln. Das markiert den Start der Reformation, weil so viel öffentliche Beachtung ausgelöst wird. Möglich durch den Buchdruck. Vorwürfe gegen Luther, aus seinen Stellungnahmen entwickelt sich seine Lehre. Wenn ihr Bock drauf habt, unsere Geschichtsvideos als Hörbuch runterzuladen, dann kommt einfach auf thesimpleclub.de und ladet euch unsere App runter. Bis gleich!